Wer macht die Anmod? Bitte nach vorne treten. Ich soll okay, das machen. Was? Philipp macht sie? Okay, okay, top. Dani, du bist auf meinem Platz, Dani. Tu bitte dein Papagei auf deine Schulter, bitte, ja. Ansonsten ist er bald. Rüstung ausziehen, das ist ein Trauerfall hier. Richtung. Er trauert gerade. Ich habe aber keinen Platz, warte, dann muss ich das kurz. Dani, Platz. Ich bin nicht dein Hund. Sitz, Dani. Dani, Platz. So. Okay. Und jeder darf ein kleines Platz. Wörtchen. Jeder darf ein Wort dann schreiben. Lass mich das einreden. Okay, let's go, ich wäre soweit. Alle leise. Meine lieben Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt, um den Papageien Flauschi zu beerdigen. Er ist zu früh von uns gegangen. Wer zum Fick ist das? Irgendwelche letzten Worte, die jemand anrichten möchte? Ich bitte. Genampf. Ja, dann tritt nach vorne. Also, hallo, ich bin... Hallo? Setz euch hin, verdammte Scheiße! Hinsetzen, du grün anlaufender irgendwas. Oh, schmeckt's? Bitte ja. Alle kurz Platz nehmen, danke. Ich wollte nicht laut werden. Jonsch, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich da hinten nicht. Egal. Du bist unwichtig. Auf jeden Fall, im Wesentlichen, ich wollte nur kurz noch sagen, Flauschi, ich hoffe, du hörst mich hier oben oder unten. Ich weiß nicht, wo du bist. Auf jeden Fall, Flauschi, der Papagei, ich kannte dich zwar nicht so gut und eigentlich warst du mir scheißegal, aber ich hab dich geliebt. Und auch wenn du manchmal alles nachgesprochen hast und dass man Wörter, die ich echt niemals im Leben auch nachgesprochen hätte, glaub mir das, du warst doch schon ein Teil der Family. Und das bleibst du auch. Hier, Brot für dich. Du bist auf meinem Platz. Danke. Sorry. Okay. Danke für diese ermunterten Worte. Will noch jemand seine Worte hier verlieren? Über Simon, du Idiot. Den Vogel. Oh, Jonspiel. Ja. Jansch, gehen Sie nach vorne. Meine Damen, meine Dame und meine Herren. Hi! Ich kannte diesen Flauschi nicht. Er war scheinbar ein komischer Vogel. Wer ist das überhaupt? Und ich habe ihn nicht kennengelernt, weil ich die ganze Zeit unter der Erde war, da wo er fliegt. Auf jeden Fall. Ein Höhlenmensch. Tiefste Traurigkeit auszudrücken. Hier ein Granitblock. Oh, wie toll. Was? Okay. Danke, lieber Jonsch, für diese ermunternden Worte an den toten Vogel. Will noch jemand seine Worte hier auslassen? Ich hab noch was vergessen. Ach, klar, kein Problem. Oh. Ja? Genampf. Das war dein Fuß. Hingeschrieben. Das Schild. Das Schild. Danke dafür. Oh, danke fürs Schild. Gutes Antwort. Simon, willst du auch noch was sagen? Ja, komm. Sag mal. Warte. Hey, dieses Schild hier. Simon. Welches von beiden? Das war, ich hab's doof. Das auch, okay. War das jetzt, oder? Der Vogel gerade übrigens beschützt, der wurde gerade vom Zug angegriffen. Ich weiß, das... Okay, weiter geht's. Simon, Baby-Zombie. Simon, bitte. Ist das die Rache? Hat der Vogel zwar nicht gekannt, aber da hinten kommt schon ein Zombie. Räum auf, Simon, danke. Nice. Der Pastor. Ich bin ja der Pastor hier. Ich mach den Scheiß, okay? Und ich sag dazu nur eins. Guten Hunger. Lecker Schmecker, nice. Aber du hast das wieder. Woo, Simon. Will die Besitzerin jetzt von diesem Vogel vortreten und noch was sagen? Womöglich, Dani. Sie haben das letzte Wort. Und könnte Jonsch mir vielleicht aus dem Gesicht gehen? Danke, Jonsch. Danke. Dani hat das letzte Wort. Bitte verrichten. Jetzt alle bitte wieder hinsetzen. Scheiß auf die Viecher. Die greifen halt an. Die leben jetzt. Die wollen Rache nehmen. Ja. Oh, okay. Ist alles gut. Ist alles clean. Ja, Dani, bitte. Papagei, der kommt gleich. Dani, Sie haben das letzte Wort. Danke für die rührenden Worte. Ich hoffe, Ihnen geht's da unten ziemlich gut. Oder unten? Oh nein, nur unten. Okay. Ich weiß, dass es in der unten schön war. Schenke ich dir. Sorry. Ich hab volles Mittag. Das war echt schön, Dani. Scheiße. Auch wenn ich dachte, er war oben oder unten. Ich weiß es nicht. Na egal. Nein, es ist... Gut, Leute, und jetzt würde ich sagen... Party! Woo! Los, reiß mir die Bude ab, Alter! Wow! Gratis Granit für Von jeden. Wem ist der Hund auf einmal? Das Grab ist weg. Komm, wir töten ihn, haben wir einen neuen zu bestatten. Gratis Granit für jeden.
Es ist sein Hund. Hallo, warum schlägst du deinen Hund? Warum schlägst du deinen eigenen Hund? Ja, hallo, was bist du für ein Untermensch? Jetzt baut mal die Schilder ab, wer auch immer die Schilder hat. Wobei, außer dass die obere, das kann hier bleiben. Was ist das, mein Hund? Ja, ich hab draufgekickt und sah, dass es dein Hund ist. Was? Ja. Hä? Ich kann das auch machen? Ja. Nee, Moment. Ja. Wer, hallo? Wen gehört der Hund jetzt? Hör mal auf zu klicken. Hä? Doch, das ist deiner, Junge. Nein, das ist... Doch, der folgt dir auch, Alter. Warum? Ich hab nie einen Hund getamed. Okay, dann töte ich ihn dir. Oh, oh. Nein, das ist meiner. Junge, komm mit. Schnell, komm, bevor die Idioten kommen. Schnell, Dani. Oh, Simon. Wie schnell ist der? Simon, war das gerade real? Was? Der Schlag fast auf den Hund. Alter, Leute, was... Jetzt weiß ich auch mal, wo ihr eigentlich seid die ganze Zeit. Ihr Bogenschütze. Ja, ganze Zeit, Jan. Wenn jemand diesen Hund umbringt, ich bring ihn morgen um. Ich reiß alles ab, was er gebaut hat. Okay, wo bist denn du gerade? Ich frage für einen Freund. So, hi. Finn, komm, ich helf dir. Komm mit, ich helf dir. Backup. Finn? Hast du gerade Finn gesagt? Ich hab Philipp gesagt. Ich hab Philipp nicht Finn gesagt. Aber Finn. Aber Finn auch. Der Hund ist tot. Oh, oh. Er ist fast tot. Oh. Nee, doch nicht. Dann gib ihm Brot! Nein! Oh. Alter, wer war das? Dani! Nein, Dani! Nein! 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 Die Federn! Wer hat den Hund gehauen? Nein, Dani! Oh. Simon? Nein, wirklich, Dani? Es steht im Chat. Hä? Ich sehe das nicht, aber du siehst das. Ey, töte den Hund nicht! Okay. Simon, komm hierher. Komm hier hinter dir. Hier. Hallo. Kommt hier hin. Hier. Hier sind die Federn, die. Von denen du schuldig bist, Simon. Warte, ich weiß sogar noch, wo ich ihn geschlagen habe. Hier, Simon. Hier. Ach, hier war das. Alter. Dani, was machen wir jetzt? Sollen wir wieder eine Bestattung machen? Wieder eine Bestattung machen. Ich verstehe. PvP, also, oh, okay. Ich werde es einfach beim Admin weitergeben. Danke schön, das Baum bauen direkt vor mir. Nee, was, Simon? Bitte? Quatsch, wir wissen nur, dass du ein sehr tierfreundiger Mensch bist. Ist das Grab von meinem Kopf? Das kommt davon, weil ich immer in einer Höhle war. Das Grab von meinem Hund. Ach so! Ich darf, Flaschi. Du bist morgen... Sorry. Warum bin ich nochmal hier? Hier, bitteschön. Ach, du hast ja schon schön. Wo war das Grab? Okay. Jetzt geht deine Dreckstadt wieder zurück. Ich bin schon in der Stadt. Hier hast du dein Schild. So. Creeper. Leute, was ist denn... Okay, wir machen vielleicht mal die Bestattung, da hinten wieder alles weg und dann... Sind die Schilder jetzt weg? Knampf. Alles klar. Jonsch, mach das weg sofort. Ich mach das an, mein Anwalt. Dein Anwalt weiß Bescheid. Nein, ja. Weiß er nicht, Punkt. So, der Trödeltrupp hat hier aufgeräumt. Ciao, Leute, ich bin raus. Einfach. Oh mein Gott, das ist so traurig. Dani, das ist das Einzige gerade auf dem Grundstück. Gräber. Und sie sammeln sich. Das ist einfach bald ein Friedhof hier. Oh, der Friedhof von Back to the Roots. Kommt hier einfach hin. Ja. Yo, Fever Walking Dead. Oh Mann, nein, haben wir jetzt Schweinesattel? Ich würde Schwein zähmen. Passt zu mir. Ich sag dazu jetzt gar nicht. Hab ich auch selber gesagt, also. Er ist stolz drüber. Ich hab was Krasses bekommen. Was hast du gekriegt? Ich hab nicht nur eine Glück 3 Spitzhacke, sondern jetzt auch einen Flammenbogen. Oh. Oh, nice. Ich bin fucking Hacker. Unterwegs. Hacker. Hacker. Leute, wenn morgen PvP an ist, Simon, du bist getötet. Als allererstes. Nein, ich will dich. Ich will dich. Oh. Ich spiele nach Rainbow. Ich liebe das Projekt wieder. Hallo, du die Schilder weg. Du kannst sie selber bauen, wenn sie dir nicht gefallen. Oh. Ne, kannst du ruhig wegmachen, wenn du willst. Friedhof. Dani, das ist. Ja. Ja. Traurig, aber irgendwie auch schön. Also. Also nicht schön, aber. Ich steige jetzt von meinem Diaschwert, Alter. Egal. Hier, das kann's halt einfach. Für jeden ein Pfeil. Ja. Okay. So. Alles klar. Ah, du siehst nicht, was du schreibst. Alter, ich glaube schon, ne? Ja. Oh. Oh, fuck, Alter.
Oh, warum hab ich die ganzen Fenster schon gekriegt? Namen, ey. Kein Wunder, dass der gestorben. Moment. Moment, was? Ach so, Franz Josef. Ach, lol. Ihr habt ihn ja benannt. Ach so, stimmt. Ich hab ihn benannt. Ja. Wow, Simon. Und da tötest du deinen eigenen? Also indirekt. Ich hab's gesehen, Mann. Es ist mein Vogel gewesen. Ich werd gerade gefragt, ob alles in Ordnung ist vom Admin. Soll ich ihm sagen, er soll PvP bald immer anmachen? Ja, sag, PvP muss morgen an sein. Ich sag einfach, wir brauchen wohl bald... Was? Brauchen wohl bald mal eine PvP. Verbindung unterbrochen, Flying is not enabled on the server. Gut so, ich hoffe, du wirst gebannt, du. Nee, das war wegen einem Bug wahrscheinlich. Also, Flying kann man... Jemand... Ich hoffe, du bist gebannt, Digga. Kann jemand das Schild entfernen auf mein Grundstück, danke. Das also war Jonsch. Mit Knampf oder so ein Shit, ne? Knampf, ja, bitte. Ja, ja. Ja, Moment. Ach, baust du drüber, dann passt das wieder. Sieht es keiner. Einfach das Haus komplett drüber bauen. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich kann auch nicht zwei Gräber hier stehen, aber kein Haus. Müssen wir mit der anderen. Das ist mein Haus! Wohnst du in dazwischen? Dani, nimmst du mal bitte an? Dani! Ja? Nimmst du mal bitte an? So, sorry. Alles gut. Besorg dir ein neues Tier von der Was ist denn jetzt schon wieder passiert, Leute? Alter, auf einmal hört auf zu reden. Ich denke so, okay, jetzt ist was passiert. In meinem Haus. Alla. Wow. Gergeschön, Jot. Kein Ding. So, dann gehe ich jetzt nach oben, mache noch schnell das Dach fertig, dann bin ich damit fertig und dann geht es hoffentlich in der nächsten Folge, mache ich dann, oder in der Folge sogar noch. Hoffentlich. Super geil. Ich habe schon in der letzten Folge versprochen, dass das Haus fertig ist. Ich wurde wieder abgelenkt. Ich darf mich jetzt nicht mehr ablenken lassen. Eine Minute später. Jo, Leute, was geht? Dani, du warst gerade in mir. Was? Ey, Leute. Ich hab Angst. Was passiert hier? Ich kann nicht mehr, nee. Dani, du warst gerade in mir. Alles klar. So, jetzt war ich gerade in Dani. Jetzt passt es ja. Oh, okay. Jetzt ist wieder ausgeglichen. Sagt man bei sowas auch, jetzt ist wieder ausgeglichen oder ist das was anderes? Ist das jetzt ich kann schon? Nicht mehr, nee. Oder ist das jetzt schon? Wie kann man denn auf seine Schulter callen? Indem du rufst. Komm rüber, gar Boy! Indem, dass ich dich morgen töte, Digga, wenn das anders ist. Okay. Das war. Du wusstest bis vor 5 Minuten nicht mal, dass das dein Scheißhund ist. Also halt. Egal, ich hab ihn geliebt! Ich hab ihn geliebt, wobei ich nicht wusste, dass er mir gehört. Deine Mutter hat dich auch nicht geliebt. Oh! Noch nie, Digga. Bruder. Geht auf Mutter wieder, ey. Was war's bei dir? Wie deine Mutter. Oh. Jonsch kommt von der Ecke. Ja, du bist mal. Morgen auch dran, Digga. Komm morgen lieber nicht online. Echt, Mann, ne? Okay. Morgen bist du am Arsch, wenn du sowas nochmal bringst. Oh, fuck. Was mach ich bitte schon im Arsch? Kommt er mit? Oh ja, da ist er. Mal auf, mein Ding ist immer so anders. Jetzt reicht's. Rache, VP an, bitte. Ey. Rache. Warte mal. Rache, Simon. Rache. Ja, ich kläre das mit dem ab. Jetzt sind wir quitt. Ja, jetzt sind wir quitt. Richtig, okay. Richtig. Ich noch einen suchen, Alter. Hey, warum ist das eigentlich... Wie nenne ich den? Wir müssen jetzt gleich noch ein paar... Ich weiß nicht, wie ich den nenne, Alter. Ich glaube, Shadyman oder so. Dani, mach doch irgendwas Produktives. Sagst du ihr? Sagst du mir? Was hast du bis jetzt gemacht? Was ich gemacht habe? Ja. Schau die ganzen Folgen dir an, da oder weißt du es. Vor allem hier, auch, guck mal. Keine Ahnung, Philipp, wir können dann komm doch zu mir, dann siehst du, was ich ganz hinten mache. Wenn ich mal dran bin. Was für der Fall ist. Abgelenkt. Ja, Philipp, gehen wir gleich mal. Nein. Nö, ich baue jetzt ein Haus noch. Boah, wie der nicht mit mir meinen will, okay. Ey. Lukas, willst du? Wer hat mir eigentlich diese Truhe hingestellt? Ich hab was zu tun, ich weiß. Was? Was? Wer hat mir eigentlich diese Truhe mit dem Doppelpunkt 3 hier hingestellt? Mit dem Dr. Goldklumpen und dieser andere in der Mitte? Ich nicht. Da bin ich mir sicher. Lutz, nein! 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 Nein, das und das wahrscheinlich Lutz ist der einzige Mensch, der Doppelpunkt 3 noch benutzt. Einziger. Was? Was? Schau doch einfach mal, Digga. Hör auf, du fucking Grammarnazi. Ja, dann wisst ihr es. Grammarnazi wird's ausgesprochen, Philipp. Halt die Fresse, Digga. So nice. Wenn ich weiß, Simon. Wo du wohnst, du kriegst sie auf die Fresse von mir. Wie mir Dani gerade auf Twitter mit Doppelpunkt 3 antwortet. Ich kann jetzt auch sagen, dass ich in Riesel wohne. Ich kann nicht mal vorbeikommen, wir sehen die nicht kennen. Schönes kleine Kaffee. Ich wohne in Bielefeld, gibt's Leute. Nicht. Hat sie im Zweiten Weltkrieg von der Landkarte degradiert, damit sich einfach raus. Bielefeld gibt's.
Oh, Leute. Ihr seid ja dezent salty alle. Das ist aber auch echt. Salty, die sind einfach salty. Ich bin nicht mal salty. Ich bin nicht mal salty. Ich bin wirklich nicht salty. Bitte, Leute, wir müssen echt mal zusammen Cards Against Humanity spielen. Oh nein! Was spielen? Bring doch nicht die Leute auf so eine Idee, Alter! Doch. Du weißt genau, wie das enden würde. Ich finde keinen neuen Papagei. Yo, Akrobatik Level 16, Mann. Stopp, wenn ich gegen Simon spielen muss, finde ich das Spiel. Dani, du hast da einen. Dann ist ja gut. Philipp und ich haben den gleichen Humor, das passt. Ja, ist so. Ich halte den nur. Hey Philipp, du kannst. Ich halte ihn nur bei mir. Zur Sicherheit. Ich hab deine Mutter als Freundin, also passt das. Oh! Ach, scheiße. Bruder! Bring ihn! Bring ihn! Ja, Mann! Hau ihn raus, jetzt in der Aufnahme ist eh alles egal. Mittlerweile. Auf jeden Fall kannst du meiner Mutter ein Mercy. Ich seh's schon. Ja, es wird eh gestrikt. Demnächst musst du so, als wenn du ein Video gucken willst, also musst du angeben, dass du über 18 bist. Also, okay, es wird 22 Minuten wird's nur dauern, ne? Gott. Zur nächsten Runde, gerade so ganz im Energy, wo ich spielen könnte. Bitte, das war ein Joke, hör auf damit jetzt zu gucken. Philipp, dann kannst du dir ein neues Lied für ihre Kette schenken, dann reizt vielleicht auch von der Küche bis zu uns. Alter! 1, 2, 3, 4. Fuck, jetzt hab ich mich verzählt. So. Ja, Lukas, konzentrier dich auf deinen scheiß Bruder. Ja, tut mir leid, Mann, ich versuch's schon, ja. Los, arbeite! Okay, sehr gut. Ja, ich hol mir jetzt einen neuen Papagei. Ja, ich auch, aber ich finde keinen. Was eigentlich mein Papagei? Alle tot. Sind alle tot, Alter. Wurden alle abgeschlachtet. Wurden alle abgeschlachtet. Jonsch, du bist lange nicht online gewesen. Jonsch, wo warst du die ganze Zeit? Na, unter der Erde. Unter der Erde. Ah, mein. Arbeiten, überbewertet. Echt mal. Wo leben wir denn in Deutschland? Hartz IV. Hartz IV und der Tacke. Sorry. Den ganzen Tag. Das ist nicht witzig. Man sagt, macht sich nicht über Leute lustig, die sozial schwach sind. Alles klar. So eben. Und das wohl. War, heyo. Ja, genau. Heyo. Der Admin ist da. Jetzt bau lieber keine Scheiße. Oh. Der ist ja nicht im Speed drin. Also ist. Hier besteht ja eigentlich das Schlimmste, also. Ja, genau, das ist das Gute. Ich glaube, sonst werden wir nicht länger. Junge, hier sind mehr Schweine als Papageien im Dschungel. Was ist mit mehr Schweinen? Ja, du bist das größte Schwein, Digga. Mehr Schwein. Wow! Jetzt kommt wieder die Konter an allem. Leute, wollt ihr mal einen Distrack gegeneinander machen? Ja, gerne. Dann lade ich das hoch. Aber das mit FSK 18 höchstwahrscheinlich. Dann diss ich dich. Offiziell auf YouTube. Ich lade das hoch, das ist mir egal. Okay. Gegen Philipp möchte ich das nicht machen, sonst muss er seine Ehre wieder suchen. Also Leute, ihr habt ein Ziel. Dann let's go. Nee, du hast ein Ziel. Hartz IV und der Tag gehört dir. Och, jetzt kommt der wieder, ey. Wieder aus 2013, wohin geblieben, ey. Es gibt halt gute Sachen aus 2013. Das ist richtig. Genau, wie zum Beispiel die Leute, die in jedem Ingame einfach, also auch in Shooter oder sowas. Ah! Boah, Alter, leck mich am Arsch. Einfach. Oder einfach immer in den Namen XX vorne und hinten reingemacht haben. Das war 2013 einfach immer so. Also. Das war 2013. Deutsche Gaming-Legende ist einfach, dass alle Deutschen irgendwie irgendwelche Nummern in ihren Namen machen. Ja, so X. Ja, weißt du, irgendwas. Irgendein Name, der vergeht, ist, dass man eine 0 dranhängt. Ja, Lukas 1601, ah ja, okay. Alles klar, dann weiß jeder, wer ist. Ich war Lukas. Sagte Lucifer 6. Was? Sind da jetzt so viele Zahlen drin, ja? Warte genau, mal. Digga, so ein Ding ist das. Lucifer 6 holt sich irgendwas über Zahlen. Ich bin ja tatsächlich sehr verwundert, dass der Name Jon schon nicht vergeben wird. Überall sonst ist der Name schon mindestens. Will halt einfach niemand so nennen. Ne? Mein ja, Gott. Keiner heißt hier und spielt Microphone. Echt mal? Wenn schon bei Stardew Valley oder so. Ich war da. Hast du recht, da gibt's keinen. Nicht wahr, Jon? Keine Papageien. Ja, hier. Genau. Okay, ich werde nie wieder einen Papageien töten. Wenn ich einen Papageien töte, werde ich aus. Simon, Welt du hast schon aufsteigen. So viele! Ach, egal. Einen einzigen Papagei habe ich erst getötet. Eine. Ich habe einen Papagei gefunden, nur der mag mich nicht. Ja, ich glaube, er weiß schon mit. Ich glaube, er weiß Bescheid, was passiert ist. Es hat sich schon rumgesprochen im Papageienland.
Uff. Ich bin das nicht gewöhnt, dass das Creeper, wenn sie explodiert. Uff. Hä, hey, was? Ach, wenn. Ah, ja, wenn. Ja, ich verstehe schon. Seh dich, komm nicht. Uff. Hab Gold kassiert. Uff. Ja. Das tut mir leid. Komm nicht mehr drauf, klar. Uff. Was ist passiert? Mobb mich nicht wegen meinem Uff. Das hab ich wegen einer Streamer. Das ist ein Lied. Ich krieg's nicht mehr weg. Uff. 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 Ich hasse euch alle. Wir mögen dich doch auch. Ich hab dich auch lieb. Uff. Oh. Genau das. Lutz, sag ich Simon. Simon, dass ich erstmal einen runter. Nein. Deswegen auf wen denn, Alter? Auf dich garantiert nicht. Wo bin ich hier gelandet? Ich glaube, kein Anlass. Herzlich willkommen bei Back to the Room. Ja, hier beleidigen wir uns die ganze Zeit. Du wolltest freiwillig mitmachen. Oh fuck, ich bin dumm. Ja, Akrobatics Level 17. Ich fall so viel und schnell runter, ne? Ich finde nie mehr zurück nach Hause. Zum Glück habe ich einen Home. Bei mir nimmt zumindest langsam Form an. Was denn? Stimmt, wir wollten uns das ja angucken, aber ich kann das ja. Ich würde ja schon wieder das weiterschieben. Sie, ne? Guck, das meinte also, ich. Wenn wir ganz was abgelenkt. Kommt bei Jonstin an, Digga? Jetzt mal im Ernst. Der schwebt in der Luft und fängt gleich wieder an zu angeln. Warum schwebst du nicht? Du schwebst bei mir in der Luft. Tatsächlich fehlen einige Spiele noch. Guck mal, der Admin schreibt gerade, wart aber schon fleißig. Ich so, ja, danke. Ah ja, die Stadt hier entwickelt sich relativ schnell schon. Ja, andere kommen jetzt nach. Noch mehr Spieler? Ich so, ja, einige fehlen noch. Also, okay. Was ist? Guck mal da oben. Genau. So, aber im Wesentlichen... Brauchst du irgendwas? Ich bin gespannt, wie sich das wirklich entwickelt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Lol, jetzt sehe ich das auch. Krass, oder? Das haben Lutz und die Admins gestern gemacht. Krass. Was denn? Der zusätzliche Restart war, by the way, erst 17.39 Uhr. Egal. Da war angekündigt. Ach, du warst ja da, ne? Ich auch. Hm. Und ich war da. Wem gehört die Bude hier hinten? Welche Bude hast du? Die Bude halt. Also alle Buden, die hier stehen, gehören mir. Hinter dem Haus von dem anderen Lukas. Hinter Fins Haus. Wie, da ist noch ein Haus? Da steht noch so ein kleines Haus mit ein paar Kisten und alles. Ah, du meinst an dem Wasser? Ja. Keine Ahnung, das habe ich doch vor ein paar Folgen noch gefragt, als noch Finder waren so. Ja, da kann ich wusste nicht, ob du das meintest. Ach so. Ja, nee, also ich verstehe, ich weiß auch nicht. Ach nee, Digga, ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht von Chucky oder so? Oder, I don't know, also, da müsste man in die Folgen gucken, aber... Wenn sie noch nicht gesehen haben, Leute, dann können die jetzt reinklicken. Eben, wir sind nicht die Einzigen, die aufnehmen bei dem Projekt, das ist ja der Vorteil. Nicht wahr, Jonsch? Ja. Hä? Was? Ich dachte, wir sind die Einzigen. Jonsch, das Universum ist viel, viel größer, als du dir das vorstellen kannst. Das ist so schlecht, ne? Alles klar. Das Universum besteht nicht nur aus Minecraft? Okay. Tatsächlich nicht, Jonsch. Ich träume in Minecraft, Kappa. Was, du träumst von Minecraft? What? Du träumst in Minecraft. The fuck, wie habe ich das jetzt so verschissen, Alter? Wie habe ich das jetzt so verschissen? Ich verstehe das nicht. Oh, Cards Against Humanity ist durch. Schön. Ist das durch? Cards Against Humanity. Karten gegen die Menschlichkeit. Oh, scheiße. Ey, Mann, ich brauch Fly, Alter. Okay, check ich nicht. Oh, ich denk ganz ehrlich, ich fall runter. Muss ich, glaube ich, auch nicht. Das ist ein Spiel. Ja. Tatsächlich. Wow. Kann ich ja nachher mal kurz zeigen. Sollte helfen, das sollte. Übrigens bald enden, ne? Ja, mach mal langsam jetzt. Langsam mit den Fische, hör mal. Ich hoffe, ich sterbe. Lutz hat gerade angefangen, produktiv zu werden. Echt, Mann, ne? Wenn ich produktiv werde, will er mich wieder. Ja. Loswerden, so schlimmsten, wie sonst. Im schlimmsten Falle ist das in der nächsten Aufnahme fertig. Sag ich schon seit mehreren Aufnahmen. Ich sag's die ganze Zeit, Ende der Folge schaffe ich das. Ja, Leute, ich schaff das gleich. Wartet. Oh, shit. Arbeit ist immer noch dran. Töte mich jetzt selber. Alles klar. Dann das viel ist Spaß. Immer eine gute so. Möglichkeit. Viel Spaß. Du bist sehr produktiv, Simon. Ich feiere das genauso wie ich. Ich bin dann produktiv. Heute ja, du rennst den ganzen Tag nur rum. Dani! Zu bauen. Kannst du was bauen, Dani? Oh, warte mal. Dani. Ich hab doch schon drauf geantwortet. Lol. Weißt du, Jonsch baut genauso wenig, das ist mein Problem. Ich baue ab. Im Hirn. Okay,
ja, das machen wir irgendwie alle bei diesem Spiel, glaube ich. Ja, ich antworte einfach nochmal, ist egal. Aber davon ist mal ganz abgesehen, ich baue die ganze Zeit nur ab. Falls jemand Weizen kann, nehme ich halt meine diese Dank. Wir kriegen es Farm, keine Ahnung wie viele. Warum wird es eigentlich immer nachts, wenn ich hochgehe? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hartz IV und der Tag gehört dir. Gut, keine sozial schwachen Lieder. Wir machen uns nicht um diese Leute lustig. Wir machen uns auch nicht lustig, das ist ein Lied, meine Alter! Meine Stadt wurde gerade eben angegriffen, Dani! Wie? Hm? Was? Von was denn? Räuber? Simon? Nein! Nein! Nein, Quatsch, Simon! Echt mal, oh, meine Stadt, Leute, ihr seht das alles in der nächsten Folge! Ihr seht das alle in anderen Projekten! Ich wollte gerade wieder runtergehen, plötzlich kommt da ein Zombie. Voll ausgerüstet. Sie haben uns überrannt! Schnell! An die Waffen! So. Finn? An die Männerwaffen! Warte mal. Was, Finn? Hast du gerade Finn gesagt? Ja, bist du's. Warum Finn? Hä? Ich hab gesagt, an die Waffen, Männer. An die Männerwaffen. Alles klar, okay. Cool. Mein Schwanz ist aus. Was? Junge, du bist. Manchmal, ne? Also ohne Scheiß, also. Ja, Männerwaffen, was haben wir denn sonst für Waffen? Muskeln. Du vielleicht. Muss ich mir jetzt auch angesprochen? Hallo! Hallo! Was machst du da bei mir? Am Friedhof? Hallo, ich möchte dich auch noch verabschieden. Ich übe meine Waffe, ich übe meine Muskeln zu, Franz Josef, Mann. Was ist los? Muskeln vergrößern? Komm ins Gym. Du hast ihn doch umgebracht. Komm ins Gym. Ja, das war aus Versehen. Ich möchte einen neuen Vogel haben. Kauf dir einen. Wisst ihr eigentlich, dass die Papageien die teuersten Tiere hier auf dem Server sind? Ja. Und ihr die ganze Zeit tötet, Alter? Ich hab zwei verloren. 20.000 oder so kostet einer. Oder irgendwie sowas. Okay, ich weiß es nicht. Bullshit, Digga. Doch, wirklich. Kannst du nachgucken. Ich geh jetzt. So viel kostet nicht mal Marktplatz. Doch, doch. Es müsste 20.000 kosten. Ein Hund oder so 5. Als Vergleich mal. Oder eine Katze. Eine Katze, glaube ich, 6. Hat denn das jemand gehört? Irgendjemand? Was denn? Ja, wie deine Mutter. Ja, ich weiß. Ich hab mitbekommen. Digga. Toll. Schön wär's, wenn du den mitbekommen hättest. Der war gut. Hä, wo ist denn... Der war gut. Ich spreche was? Selbst für mich los. Philipp, hast du gut gemacht. Nice, ja, lob dich ruhig selbst, das machst du ja eh immer. Ja. Eigenlob stinkt wie deine... Okay. Okay. Kapakan? Ach, fuck den Insider kennt ja kaum einer von euch. Mein Gott, ihr nicht Rainbow-Spieler, Du kennst ihn, Kapakan. Ehre. Jo, mein Game hat sich gerade, glaube ich, aufgehangen, mit nicht. Ja, Finn hat ihm ungefähr 10-mal erklären müssen. Also nicht klüten müssen. Er ja, hat 10-mal erklärt. Er hat einfach zu Kapkan halt Kapakan gesagt und weil Kappa ja, halt nur mit dem Insider. Genau, und das war halt einfach so witzig, dass wir uns sowas von weggeschmissen haben, dass wir danach nicht mehr konnten. Und das Spiel verloren haben. Voll witzig, ey. Voll witzig, oder? Das ist krass. Voll witzig, sorry. Ja, so im Wesentlichen. Ach ja, das Dorfkinder. Ich hab vergessen, wie Kind Nachbarn nennen. Ja. Alles klar. Das ist der einzige Vorteil am Dorfkind sein, weißt du? Ja, was? Du hast einfach keine Nachbarn, ja. Doch, natürlich. Ja, aber nicht in der Umgebung. Ich bin in einem Dorf, Alter. Natürlich habe ich hier einen Nachbarn. Und wenn ich schreie, hört man das auf die Straße. Meine Nachbarn sind meine Cousinen. Ein fucking Papagei kostet 50.000. Das Dorf gehört uns. So, ah, ja. Das wäre voll gut. Wie viel? Was? Ich muss aber auch sagen, bei mir, nicht im Dorf, aber dagegen, wir haben voll viele Verwandten. Ich habe keine Verwandten. Ja gut, bei mir sind auch meine Mutter die meisten. Kind, und meine andere Familie wohnt alle in... Vor allem auf der Schilcherstraße so, bei uns zu Hause, also Schilcherstraße, wir sind Weinbauern. Genau. Also nicht wie ich, aber meine ganz anderen Verwandten. Hm? Und die Hälfte von denen sind einfach nur Weinbauern. In einer Straße. Die Griechen sind Olivenbauern, also. Also kommt zu mir. Oliven und Schafskäse, mehr können wir nicht. Wow. Das ist aber true. Glaubst du's? Doch, das ist true. Wir machen aber den besten Schafskäse. Das ist richtig. Das stimmt. Ich mag den zwar nicht, aber egal. Ja, stimmt, da hatten wir die Diskussion schon, dass du ein verwirrter Mensch bist. Ja, was? Geld haben. Also Leute, die keinen Käse mögen. Junge, ich hasse Käse. Wer mag keinen Käse? Ich. Untermensch. Oha, was seid ihr für Menschen? Ja, hallo, also so Schmelzkäse auf so einer Hawaii-Toast oder sowas, okay. Ich zähl nicht, Digga. Warum zählt das nicht? Das ist doch auch Käse.
Nein, diese Käse auf Burger und Pizza. Ja, Mann. Ja. Das ist das Einzige, ne? Ist aber so. Also, ich will mal kurz anmerken, ich hasse mein Leben. Warum das denn jetzt? Warum? Ich habe hier gerade einen Fehler entdeckt beim Bauen. Ich hasse mein Leben. Minecraft hat mein Leben zerstört. Oh, scheiße. 24 Stunden bei Minecraft. Wenn Minecraft dein Leben zerstört, das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Minecraft eingesperrt, alles klar. Ja, logisch, oder? Wir müssen alle mit dem Trend gehen. Natürlich. Irgendwo müssen die Klicks doch kommen. Echt mal. Ein Titel. Minecraft hat mich getötet? Was? Habt ihr eigentlich mal wieder in letzter Zeit was von Upper Red oder Leon Marché? Ja, Upper Red hat einen Song gedroppt. Holy fuck. Der ist echt nice. Ich mag die nicht, also keine Ahnung. Wer mag die schon? Ich keine Ahnung, wenn er so sagt, so. Ja. Neues Song. Du, Philipp, wir reden später nochmal darüber. Ich unterscheide gerade unter den Assi-YouTubern und er will Musik machen, okay? Ich will wenigstens. Ja, dann geh doch du auch in 24 Stunden mal irgendwas rein, Alter. Ja, das ist aus Amerika. Absolut brand safe. Alles ist aus. Ich bin absolut. Wollen wir eigentlich verlangsamen, dass ich noch die Folge beende? Das könnten wir selbstverständlich jetzt tun. Ich baue das kurz weg. Dann mache ich das einfach hier oben noch schnell in der nächsten Folge fertig, also für die nächste, und dann passt das. So, ach du Scheiße, ja, Scheiße. Ja, das wird sehr individuell. Egal. Ja, na gut, Leute. Wer hat die Anmod gemacht? Warte, das war Philipp, ne? Ja, richtig. Philipp! Dann. Wieso ist denn eine unsichtbare Spinne? Oh mein. Okay, dann mache ich auf die Anmod. Leute, wenn das euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like, ein Abo da lassen und das Video teilen. Und natürlich bei den anderen Folgen, weil ich schon alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja. Tschüss! Ciao. Ciao! Bis zum nächsten Mal!